Also das ist es, Campbells Königreich. Was ist mit diesem König Campbell? Ist er wirklich verrückt, wie Sie alle sagen? Verrückt? Nein, der alte Stuart Campbell ist bloß verrückt darauf, hier Öl zu finden. Aber er hat Pech. Ich weiß, dass es hier kein Öl gibt. Ich habe die Untersuchung gemacht. Da ist noch mein Lastwagen. Ich musste ihn stehen lassen. Der Winter kam zu früh. Ist also wirklich kein Öl da? Kein Tropfen. Nicht mal genug, um sich das Haar einzufetten. Jedenfalls nach dem Gutachten des Vermessungsinstituts. Es ist gerade gekommen. Ist das der Staudamm, von dem Sie mir erzählt haben? Ja, die Fergus-Gesellschaft baut daran schon seit 3 Jahren etwa. Aber der alte Campbell hat die Arbeiten gestoppt durch eine gerichtliche Verfügung. Wegen seiner Ölsucherei? Ja, ein Gelände, in dem Öl vermutet wird, darf nicht unter Wasser gesetzt werden. Campbell? Hey, Campbell! Da stimmt doch was nicht. Campbell? Was ist mit Campbell? Ist das wahr? Ja, Boy Bladen hat ihn gefunden. Stimmt, Mr. Morgan. Bladen war mit einem Amerikaner bei ihm oben. Der alte Campbell stört uns nicht mehr. Er ist also tot. Ich glaube, wir können wieder loslegen. Bauen wir den Damm zu Ende, Mr. Morgan? Krieg ich meinen alten Job wieder? Klar, kriegst du wieder. Nach dem Gutachten hätten wir sowieso weitermachen können, aber jetzt kann uns nichts mehr bremsen. Ihr meldet euch morgen früh alle im Büro, okay? Los, Jungs, ran an die Arbeit!
sind da. Hey! Sie haben einen schönen Schreck angejagt. Ich dachte schon, Sie hätten es atmen vergessen. Ist das Come Lucky? Come Lucky. Das Ende der Welt. Das letzte Drecknest nenne ich das. Na, vielen Dank fürs Mitnehmen. Da drüben werden Sie sowas Ähnliches wie ein Zimmer bekommen. Ja. Danke. Alles Gute. Verstanden, Bill? Ja, natürlich. Also kommt mit. Kann ich hier bei Ihnen ein Zimmer bekommen? Zimmer? Das weiß ich nicht. Da müssen Sie mit Jenny sprechen. Seit meine Frau tot ist, macht sie hier alles. Nur ein, zwei Nächte. Ach so, das wird sich schon machen lassen. Jenny, Sie können sich hier schon mal eintragen. Abend. Abend. Campbell. Sind Sie etwa ein Verwandter von Stuart Campbell? Die nannten hier alle nur König Campbell. Ja, ich bin sein Enkel. Jenny, dann mach doch gleich für Mr. Campbell das Zimmer zurecht. Ja, ich mach schon. Kommen Sie bitte mit. Das nehme ich selbst, danke. Hey, wenn die Frage gestattet ist, was führt Sie nach Come Lucky? Überfall Mr. Campbell nicht gleich mit Fragen, Ben. Er hat eine anstrengende Reise hinter sich. Sie sind doch sicher müde. Ja, ein bisschen. Interessieren Sie sich vielleicht für ein gewisses Stück Land hier? Ich weiß nicht, was Sie das angeht, aber wenn Sie Campbells Königreich meinen, dann stimmt's. Ist ja auch ganz natürlich. Das ist mein Eigentum. Das Königreich ist Ihr Eigentum? Ja. Frohen Morgen. Freut mich. Wir wollen hier keine Campbells mehr sehen. Wir haben... Trinken wir einen Schluck? Es gibt ein paar Dinge, die ich Ihnen sagen möchte. Also schön. Das ist Ben Creasy, mein Partner. Whisky. Hm? Haben denn Ihre Anwälte in England Ihnen nichts von dem Wasserkraftwerk gesagt? Ich weiß, dass ein gewisser Fergus das Land kaufen möchte. Ja, so ist es. Ich arbeite für Henry Fergus. Ich baue da oben einen Staudamm für die Fergus-Gesellschaft. Setzen Sie sich doch. Da haben Sie eine weite Reise umsonst gemacht, Mr. Campbell. Ja, in ein paar Monaten ist der Damm fertig. Und dann gibt es kein Königreich mehr. Das ist dann ein See. Sie wollen das Land überfluten? Ja, ganz recht. Aber... das können Sie doch nicht so ohne weiteres machen. Noch habe ich nicht verkauft. Sie werden verkaufen müssen, Mr. Campbell, ob Sie wollen oder nicht. Ich habe den Eindruck, Sie haben was Leuten hören von Öl, hä? Na, mein Großvater war davon überzeugt, dass... Das war ein Irrtum. Es gibt kein Öl hier. Das Gericht hat auch schon entsprechend verfügt. Tja, das ist so. Wir mussten ja erst den Untersuchungsbericht abwarten. Aber jetzt steht fest, dass es in Campbells Königreich kein Öl gibt. Der Bericht stammt von dem besten Vermessungsinstitut in ganz Kanada. Nicht dran zu tippen. Wir haben jetzt freie Bahn. Sie werden nichts dagegen machen können, Mr. Campbell. Sie haben die Genehmigung der Regierung für die Überflutung? Ja, natürlich. Nehmen Sie es nicht tragisch, das Land ist wertlos. Und Sie werden ja eine hübsche Entschädigungssumme bekommen. $10.000 soll es sein. Was hätten Sie schon mit dem Königreich anfangen können, Mr. Campbell? Ich hatte die Absicht, da oben zu leben. Da oben zu leben? Wie er. Ja, der muss sich auch verkriechen. Hier, wo er die Leute betrogen hat, konnte er sich nicht mehr sehen lassen. Sie halten ihn auch für einen Betrüger? Ich weiß, was mit ihm los war und Sie können fragen, wen Sie wollen. Niemand hat ihn je so gehasst wie ich. Er hat mir mehr geschadet als jedem anderen. Wissen Sie, für einen Jungen von 13 oder 14 ist es schwer, aufzuwachsen mit dem Gedanken, dass der Großvater wegen Betruges im Gefängnis sitzt. Heute weiß ich es besser. Er war kein Betrüger. Und er hat an etwas geglaubt. Ja, an sein Öl. Und wenn er recht gehabt hat? Mr. Campbell, Ihr Zimmer ist jetzt fertig. Danke. Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich glaube, Sie werden einsehen, dass wir recht haben, Mr. Campbell. So, und jetzt legen Sie sich hin. Sie sehen müde aus. Ja, erst mal schlafen.
Weshalb ist er bloß aus England hergekommen? Du hast ja gehört. Weil er da oben leben will. Hier ist es. Sie haben wohl die Stimmung da unten gemerkt. Ja. Ihr Großvater hat alles getan, um den Dammbau zu verhindern. Die fürchten, Sie werden es auch versuchen. Wie denn? Ich kann's doch gar nicht, selbst wenn ich wollte. Der Staudamm und später das Kraftwerk wird den Leuten hier Arbeit geben. Es ist eine Sägemühle geplant. Vielleicht kommen sogar Fabriken her. Kamlaki war nicht immer so armselig wie heute. Vor 50 Jahren, da war hier noch was los. Gold gab's hier. Aber dann war die Mine erschöpft. Ganz plötzlich. Alle fassten wieder Mut, als ihr Großvater behauptete, bei ihm oben im Königreich gäbe es Öl. Jeder steckte Geld in seine Gesellschaft. Manche alles, was sie hatten. Er war kein Schwindler. Er hat die Leute nicht betrügen wollen. Die Gesellschaft wurde von ihm korrekt gegründet. Der Bankrott kam, weil sein Partner mit dem Geld durchging. Dafür musste er dann ins Gefängnis. Ja. Ja, ich weiß schon. Aber davon wollen die nichts hören. Sie sagen nur, sie haben Campbell ihren letzten Dollar anvertraut. Es hat ihm fast das Herz gebrochen. Kannten Sie meinen Großvater gut? Oh ja, ich habe ihn sehr gut gekannt. Nach meiner Schulzeit in England kam ich hierher zu meinen beiden Tanten. Die waren die einzigen Freunde, die er noch hatte. Seit Max' Frau tot ist, bin ich hier, um ihm ein bisschen zu helfen. Sie sind Jenny Lucas, nicht wahr? Mhm. Mhm. Er hat mir hier von Ihnen erzählt. Von dem Öl. Von seinen Hoffnungen. Und von seiner Verzweiflung. Man hat ihm wirklich das Herz gebrochen. Das ist mein erster und einziger Brief von ihm. Dann das Telegramm vom Anwalt, dass er gestorben sei und dass das Königreich mir gehört. Deswegen sind Sie also hergekommen? Hm? Ja. Es geht mir gesundheitlich nicht besonders. Die Ärzte meinten, eine Luftveränderung würde mir gut tun. Jetzt ruhen Sie sich erstmal aus. Morgen holen wir die Sachen Ihres Großvaters. Sie sind bei meinen Tanten. Also gute Nacht. Gute Nacht. Das ist alles, was er hinterlassen hat. Wissen Sie, er hat nicht viel besessen. Nicht der Besitz macht den Wert eines Mannes aus, Mr. Campbell. Nein, nein, das stimmt. Ich habe es nach seinem Tode vom Königreich mitgebracht. Ich wusste ja, dass Sie es haben sollten. Es ist nicht viel drin. Sein Siegelring, die Uhr, das Tagebuch. Roswitha, du hast es doch nicht geöffnet. Gut, was denkst du von mir? Du hast es mir erzählt. Ich habe doch auch nicht gewusst, was drin ist. Irgendjemand hat es mir erzählt. Ich war nie für den Damm, den Sie da bauen, und dann dieses üble Mannsvolk, das sich der Morgen zusammengeholt hat. Man wagt ja kaum noch den Fuß vor die Tür zu setzen. Du hast heute sicher nichts mehr zu befürchten, Roswitha. Ein Brief, Mr. Campbell? Wenn er nicht so persönlich ist, würde es uns interessieren zu hören, was drinsteht. Roswitha! Ach, du bloß nicht so scheinheilig. Ich weiß doch, dass du genauso neugierig bist wie ich. Ich möchte sogar, dass Sie ihn hören. Er ist datiert im Königreich 20. Oktober. Lieber Peter, wenn du dies liest, gehört das Königreich dir. Ich bin alt und müde. Ich habe nicht mehr die Kraft, weiterzukämpfen für das, woran ich ja noch immer glaube. Heute erhielt ich das Gutachten über Bladens Messungen. Es scheint zu beweisen, dass all meine Mühen und all meine Hoffnungen umsonst waren. Armer Kerl. Bitte weiter, Mr. Campbell. Ich kann nur immer wieder sagen, nach dem großen Erdrutsch 1926 habe ich Öl aus dem Fels hervorquellen sehen. Ich weiß nicht, was für eine Art Mensch du bist, aber ich habe eine letzte Bitte an dich. Versuch, ob du irgendwie das nötige Geld auftreiben kannst. Es gibt nur einen Weg, meine Vermutungen zu prüfen. Durch Bohrungen, und die kosten Geld. Tu es, bevor sie mit dem Damm fertig sind und das Königreich für immer unter Wasser steht. Tu es für unseren guten Namen, Peter. Was die anderen auch über mich sagen. Ich habe es immer ehrlich gemeint. Ich habe in meinem ganzen langen Leben nie einen Menschen betrogen. So wahr mir Gott helfe. Möge der Herr immer mit dir sein. Stuart Campbell. Wer ist denn dieser Bladen?
Versteht er seine Arbeit? Er ist der beste Vermesser, den Sie sich vorstellen können. Das würde ja bedeuten, dass es im Königreich wirklich kein Öl gibt. Hören Sie, ich habe mir was überlegt. Owen Morgan hat ja alle in der Hand. Stellen Sie sich vor, er wäre an Boy Bladens Messergebnis herangekommen, bevor Sie im Institut ausgewertet wurden und hätte Sie... Gefälscht? Warum nicht? Der Staudamm bringt ihm ein Vermögen. Wo ist Bladen? Wir erwarten ihn morgen. Weiß er schon von Ihrem Verdacht? Nein, ich war bisher nicht sicher genug. Aber nur nach dem Brief da... Was werden Sie unternehmen, Mr. Campbell? Mir bleiben nicht viele Möglichkeiten, nicht wahr? Schon viel zu tief, verstehst du? Wo bin ich denn hier, Mr. Morgan? Da drin. Aber gehen Sie lieber nicht rein. Der ist heute schwer in Fahrt. Suchen Sie hier Arbeit? Nein, ich möchte zum Damm rauf. Da müssen Sie ihn allerdings fragen, aber jetzt ist gerade Boy Bladen bei ihm drin. Ich habe große Lust, Sie vor Gericht zu bringen morgen. Ich arbeite für Henry Fergus. Und wollen Sie den auch vor Gericht bringen? Ach was, ein Lastwagen gerät nicht von selbst in Brand. Da haben Sie doch nachgeholfen morgen. Warum zum Teufel, warum? Regen Sie sich nicht auf. Sie haben keinen Schaden, der Wagen war versichert. Oder war was drin, woran Ihnen besonders lag? Mir lag nur an meiner Ausrüstung. Aber ich möchte wissen, woran Ihnen lag. Mr. Bladen? Bitte ein andermal. Was wollen Sie denn? Mit Ihrer Seilbahn nach oben fahren. Was wollen Sie denn da? Ihr Königreich besichtigen? Noch steht's nicht unter Wasser. Noch gehört's mir. Offenbar kontrollieren Sie alle Wege nach oben. Ganz recht. Also, kann ich Ihre Seilbahn benutzen? Hören Sie mal. Ich habe jetzt genug von den Campbells. Ich konnte nicht weitermachen, solange der Alte lebte. Da hatte er hier einen gewissen Rückhalt. Aber zu Ihnen wird kein Mensch halten. Sie sind ein Niemand. Ich war eben bei Morgan. Ich glaube, er hat meinen Wagen in Brand gesetzt. Natürlich war es. Ich habe dir auch den Grund gesagt. Morgan? Sie haben doch nicht Angst vor mir? Was sagen Sie da? Angst, dass ich etwas herausbekommen könnte? Zum Beispiel? Noch weiß ich es nicht. Aber wie wäre es zum Beispiel mit einem Lastwagen, der plötzlich verbrannt ist? Wird uns Ärger machen, wenn er nicht bald verschwindet. Hier, nimm das mit zur Seilbahn. Sagt, dass er nicht gesund ist. Der Sturz jetzt und die Höhenluft kommt sicher auch dazu. Wir wollen ihn erst mal schlafen lassen. Jenny, ich mache mir Sorgen. Du solltest nicht länger in Kamlaki bleiben. Aber ich gehe nicht weg. Du wirst es noch bereuen. Du hast gesehen, was passiert ist. Das und dann mein Wagen. Morgen kann gefährlich werden, wenn man ihm Schwierigkeiten macht. Ich gehe nicht. Jetzt erst recht nicht. Komm mit mir nach Calgary. Du weißt doch, was ich damit sagen möchte. Und ich sage noch immer nein, Boy. Daran wird sich auch nichts ändern. Ich habe wohl schlapp gemacht. Das ist die Höhenluft. Wir sind hier 1800 Meter hoch. Daran muss man sich erst gewöhnen. Ja.
Sie wissen, was passiert ist? Wir haben es beide gesehen. Das ist Boy Bladen. Ja, ich weiß. Wir kennen uns schon. Das sollte wohl eine kleine Warnung für mich sein. Oh, vielen Dank, es geht schon. Bisschen zu lange hinterm Schreibtisch gesessen, wissen Sie? Sagen Sie, Sie glauben, Morgan hat Ihren Wagen in Brand gesteckt. Mhm. Warum? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht hat er was gegen mich. Wissen Sie, er durfte nicht weiterbauen, denn ich habe da Messungen gemacht. Gibt es kein Öl da oben? In dem Untersuchungsbericht steht... Ja, ich weiß, ich möchte Ihre Meinung hören. Ich kann meine seismologischen Messungen nicht selbst auswerten. Ja, wie geht sowas vor sich? Auch eine einfache Geschichte. Stellen Sie sich eine Querschicht in einer Bergwand vor. Nun bohre ich eine Reihe von Sprenglöchern ins Gestein und in jedem lasse ich eine Sprengladung hochgehen. Dann wird das Echo der Explosion zurückgeworfen von den Gesteinsschichten. Von Instrumenten aufgefangen und der Zeitunterschied nach tausendstel Sekunden registriert. Genau wie beim Auffinden eines U-Boots? Ja. Weil ich nur eine kleine Ausrüstung habe, schicke ich die Ergebnisse ans Bergbauinstitut. Dort werden sie ausgewertet und zu einem Bericht zusammengefasst. Sie wissen also vorher nie, ob das Ergebnis negativ oder positiv sein wird? Nein, das weiß man vorher nie genau, aber... Aber was? Ja, bei meiner letzten Sprengserie hätte ich schwören können, dass ich direkt auf eine Antiklinale gestoßen bin. Das ist so eine Art Dom in den Gesteinsschichten. Davon träumt jeder Ölsucher. In einer solchen Formation ist fast immer Öl zu finden. Und auf sowas sind Sie gestoßen? Ich sagte Ihnen ja, sicher weiß man es nie. Sie haben Ihre Aufzeichnung mit der Seilbahn runtergeschickt? Ja. Alle Aufzeichnungen? Mhm. Besteht die Möglichkeit, dass Morgan sie gegen andere Messergebnisse ausgetauscht haben könnte? Ist das festzustellen? Nein, ich glaube, das geht nicht. Warten Sie mal! Die letzte Serie. Da habe ich doch noch Sprengungen gemacht, um sicher zu gehen. Ja! Ich habe es nicht weggeschickt, weil ich nicht damit fertig geworden bin. Und jetzt hat Morgan Ihren Wagen in Brand gesteckt. Die Ergebnisse waren nicht drin. Was? Sie sind in meiner Mappe, in Stuart Campbells Blockhaus. Dann brauchen wir nur noch die Ergebnisse, die Sie ins Institut geschickt haben, um sie mit denen zu vergleichen, die oben im Blockhaus sind. Ja. Dann hätten wir Gewissheit. Ja, dann wäre alles klar. Würden Sie das machen? Ja, ins Königreich komme ich heute nicht mehr rauf. Aber ich fahre sofort nach Calgary. Zement, Mr. Morgan. Laut Vertrag haben Sie oben anzuliefern. Gut, ich zahle Ihnen aber nicht 90 Dollar für die Benutzung der Seilbahn. Wie wollen Sie ihn denn sonst draufbringen? Das ist ja Wahnsinn, ich liefere den Zement doch an Sie. Nein, 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 nein. Sie liefern den Zement an die Fergus-Gesellschaft. Das heißt an Henry Fergus. Ich baue nur den Dampf für Fergus. Und auf meiner Seilbahn kostet jede Wagenladung 15 Dollar. Kapiert? Können Sie es ja überlegen. Nicht lesen, Campbell? Los, kommen Sie im Frühjahr wieder! In ein paar Wochen können Sie zu Fuß rauflaufen!
Herein. Bleiben schon zurück? Nein, die Straße nach Calgary ist überschwemmt. Er wird nicht durchgekommen sein. Er hat sich's vielleicht überlegt und lässt uns sitzen. Sowas tut er nicht. Warum nicht? Es wäre das Vernünftigste, was er tun kann. Ich habe den Eindruck, dass Sie es sind, der sich drücken möchte. Ich habe mir schon oft gewünscht, ich könnte es. Peter, Sie sind ein merkwürdiger Mensch. Ist Ihnen denn nicht klar, dass Sie ein Millionär sind, wenn Sie im Königreich Öl finden? Reizt Sie denn das nicht? Nein. Wenn ich diese verrückte Sache durchführe, dann nur aus einem einzigen Grund. Weil ich den Gedanken an den alten Mann nicht loswerde. Der da oben gestorben ist, einsam und allein. Mit gebrochenem Herzen. Deshalb tue ich's und das ist mein einziger Grund. Ich hatte vergessen, dass Sie einen Freund haben. Ich habe keinen Freund. Was haben Sie überhaupt in diesem Drecknest verloren? Peter, was ist nur mit Ihnen? Dies warten. Aber ich kann nicht warten. Ich hab's gewollt, dass Sie mich küssen. Aber nicht so. Liebe braucht Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe noch 6 Monate. Mehr nicht. 6 Monate? Zu leben? Denken Sie, ein gesunder Mann fällt gleich um, wenn ein Verrückter ihn anfahren will? Für das, was mir fehlt, gibt es einen wunderschönen lateinischen Namen. Ich kann ihn im Schlaf herbeten. Die Ärzte in London haben ihn mir eingehämmert. Ich hätte Ihnen das nicht sagen sollen. Doch, es war gut. Ich bin hergekommen, um mich zu verkriechen. Es scheint eine Eigenart von uns Campbells zu sein, einsam zu sterben. Herein. Ist gerade gekommen, Mr. Campbell. Danke. $20.000 sind mein letztes Angebot. Wenn Sie nicht annehmen, lassen wir das Schiedsgericht entscheiden. Nach der Überflutung. Fergus. Es ist schon allen bekannt, Miss Jenny. Wenn Sie sich weigern, werden Sie Ärger bekommen. Dahinter steckt doch Morgan. Das wollen alle hier. Sie fürchten, ihre Arbeit zu verlieren. Schön. Ich bin gerade in der richtigen Stimmung. Der Teufel soll ihn holen. Was ist da los? Frage doch gleich. Hey! Wir wollen es jetzt wissen. Werden Sie verkaufen? Nein, ich verkaufe nicht. Hören Sie, Campbell, verschwinden Sie aus der Stadt! Wir wollen hier keinen Campbell mehr sehen! Wenn Sie noch einen Schritt näher kommen, dann werden Sie es aber bereuen, Buster. Na, Morgan, was sagen Sie denn? Sie machen wohl Ihre dreckige Arbeit nicht selbst. Dafür haben Sie wohl Ihre Leute. Wollen Sie es auch um Arbeit und Brot bringen, wie es der Großvater schon gemacht hat? Ja, sehr richtig. Der alte Campbell, das sage ich euch, war der leibhaftige Teufel. Er war ein Versucher, er wollte, dass wir die Worte der Heiligen Schrift vergessen. Aber ich sage euch, hört nicht auf eure Verführer. Bleibt beharrlich auf dem Weg. Wie, ich sag Ihnen, spukt auch das Öl im Kopf rum. Öl? Verdammt, wo gibt's denn hier Öl? Wir werden den Damm zu Ende bauen und niemand wird uns daran hindern, auch Sie nicht. Vielleicht sagen Sie uns endlich klipp und klar, Mr. Campbell, ob Sie hier Öl tun wollen oder nicht. Das Königreich ist mein Eigentum, bis es überflutet ist. Was ich da oben mache, ist ganz allein meine Angelegenheit. Nein, wir werden auch mitreden. Wir haben das alles schon mal gehört. Der will uns denselben Ärger machen wie der Alte. Begreift doch, wenn wir da oben Öl finden, verdient ihr alle mehr Geld. Viel mehr, als euch der Damm jemals einbringen kann. Auch das haben wir schon mal gehört. Glaubt ihr nicht. Hey, Morgan. Kennen Sie das hier?
Messergebnis habe ich schon oft gesehen. Ja, so etwas ist das. Das Ergebnis meiner Untersuchung für König Campbell. Na und? Und das sind nicht meine Zahlen. Nach meinen Messungen bestand gute Aussicht, Öl zu finden. Nach diesen Zahlen überhaupt nicht. Was habe ich damit zu tun? Ich vermute, dass das Ihre Zahlen sind, Morgan. Zahlen aus irgendeinem negativen Bericht, der mit meinem vertauscht wurde. Das müssen Sie freundlicherweise erst mal beweisen. Ich denke, wir können es. Ja, ich denke, wir werden es. Vielleicht decke ich noch ein paar andere Sachen auf, die hier so vorgehen, wie den schlechten Zement, den Sie für den Dammbau verwenden. Die Regierung kann den Damm prüfen, Läden. Keiner kann feststellen, was Sie da an schlechtem Zement reingepackt haben. Er ist ja verrückt. Verdorbenem Zement. Strandgut zu Schleuderpreisen von dem Schiffbruch im vergangenen Herbst. Zeigen Sie mir einen einzigen Riss im Damm, wenn Sie können. Noch hat er nicht den Druck von Millionen Tonnen Wasser auszuhalten. Noch nicht. Vorsichtig mit dem, was Sie sagen, Bladen. Wenn Sie das Gutachten gefälscht haben, dann haben Sie Stuart Campbell auf dem Gewissen. Der Alte ist an Herzschwäche gestorben. Das weiß hier jeder. Genauso auf dem Gewissen, als wenn Sie ihn abgeknallt hätten. Kommen Sie mit raus. Ich werde hier schon Klarheit schaffen morgen. Ein für alle Mal. Dieser Morgan hat schon recht. Die Zahlen aus dem Institut beweisen noch gar nichts. Bis wir meine Unterlagen in der Hand haben. Die sind im Königreich? Ja. Dann nützen sie uns nichts. Also werden wir sie holen. Angenommen, Blinden hat noch eine Serie Messergebnisse, außer dem Wagen. Habe ich mir auch schon überlegt. Ich habe Max vorhin aufreiten lassen. Er wird alle Aufzeichnungen in den Ofen stecken. Alle, die er oben findet. Scheint ja nicht da zu sein. Hoffentlich sinkt der Posten kräftig mit. Können Sie die Seilbahn bedienen? Ich denke schon. Sie hat ja nur einen Dieselmotor. Na, also dann los. Einer von uns wird hierbleiben müssen, um das Ding zu bedienen. Also Sie, ich verstehe davon nichts. Ich fahre rauf und hole Ihre Tasche. Sie kennen sich hier nicht aus. Ich meine, Sie können nicht allein rauf. Ich bin in den Bergen zu Hause. Bladen, das Land da oben ist mein Erbe. Und ich hab's noch nicht mal gesehen. Also rufen Sie an, wenn Sie oben angekommen sind, klar? Mach ich. Die Notizen und die Bänder sind in meiner Mappe hinter der Tür zum Schlafzimmer. Sie ist schwarz und mein Name steht dran. Hier, nehmen Sie die mit. Ja. Thank you.
Bladen. Ich bin jetzt oben. Ich rufe Sie an, wenn ich wieder runter will. Gut. Seien Sie vorsichtig. Boy, er muss zurück. Was? Max ist oben, er muss zurückkommen. Tempo. Er ist schon weg. Hol den Lift runter. Es ist zu spät. Wir können nichts mehr machen, Jenny. Aber wir müssen etwas für ihn tun. Wir müssen ihm helfen. Max ist zu allem fähig. Er wird schon mit ihm fertig werden. Hör zu, Boy. Er ist krank. Schwer krank. Los, hol sofort den Lift runter. Also gut. Boy, ich kann die Seilbahn nicht bedienen. Ich kann nicht mal Auto fahren. Du musst mich rauflassen. Ich hab dir schon mal gesagt, wenn Max da oben ist, gehe ich rauf und du bleibst hier unten. Schöne Bescherung, wenn das passiert, während ihr beide oben seid. Das müssen wir riskieren. Es bleibt dabei, ich gehe. Ich könnte nicht mal das Rad in Bewegung setzen, Boy. Ich habe nicht die Kraft. Das hast du ja kaum geschafft. Also meinetwegen, aber sei vorsichtig. Ja. Was machen Sie hier oben? Dasselbe wollte ich Sie gerade fragen. Wie sind Sie hier heraufgekommen? Über den Pfad? Ja. Ja, über den Pfad. Wer hat Sie geschickt, morgen? Nein, niemand hat mich geschickt, ich... Überlegen Sie sich, was Sie sagen, Max. Sie werden sich aber auch nicht wieder sagen? Nein, Max. Er hat Sie heraufgeschickt, um die Aufzeichnung zu vernichten, nicht wahr? Hat er die anderen vertauscht? Ja, aber Sie versprechen, dass ich es ihm nicht erzähle, dass ich es gesagt habe. Ich sage ihm nichts, das verspreche ich. Max! Morgan hat Ihnen auch gesagt, Sie sollen mich über den Haufen fahren, ne?
Sie alles, was er Ihnen sagt? Ja. Auch wenn Sie damit jemand umbringen? Ich habe keinen umgebracht. Sie haben mich mit dem Wagen beinahe umgebracht. Und der gefälschte Bericht hat Stuart Campbell umgebracht. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe auch Danny nicht umgebracht. Ich habe... Welchen Danny? Wen, Max? Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich wollte ihm nur ein bisschen wehtun, weiter nichts. Ja, und zwei andere Jungs haben mich auf den Bullen gebunden aus Jux. Und da habe ich mir wehgetan. Und da wollte ich ihm auch ein bisschen wehtun. Und dabei... Er war älter als ich, 2 Jahre. Fragen Sie Mr. Morgan. Nun fragen Sie ihn doch. Fragen Sie Mr. Morgan. Fragen Sie ihn doch. Ja, aber mich lassen Sie in Ruhe. Also gut, Max. Verschwinden Sie. Sie werden Mr. Morgan doch nicht sagen, nein? Sie brauchen keine Angst zu haben. Aber verschwinden Sie jetzt, los! Sie denn hier? Max ist... Ich wollte Sie warnen. Ich habe da ein Gespräch mit angehört. Ich habe Angst gehabt, es wird Ihnen was geschehen. Ist alles in Ordnung, mir ist nichts passiert. Er hat nur versucht, die Aufzeichnung zu verbrennen. Lassen Sie doch die Aufzeichnung und lassen Sie doch das Öl. So kenne ich Sie ja gar nicht. Ihr Leben ist mehr wert als dieses ganze Öl. Ich habe noch 6 Monate. Wenn ich in der Zeit Morgan zur Strecke bringen kann, habe ich mein Leben gut ausgenutzt. Soll ich dabei stehen und zusehen, wie Sie sich selbst umbringen? Sie haben nichts damit zu tun. Das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Ich bin ein Einzelgänger und bleibe es auch. Verstanden? Es scheint, dass man seinen Besitz hier bewachen muss. Ich könnte Sie wegen unbefugten Betretens belangen. Das würde ich an Ihrer Stelle lieber nicht tun. Ich habe ein paar hübsche Beweise gegen Sie in der Hand. Ab morgen kommt eine Wache her. 2 bewaffnete Leute, Tag und Nacht. Sie fahren mit Boy. Bitte, Peter, es ist jetzt genug für Sie. Sie fährt im Jeep mit Ihnen. Los. Peter, seien Sie doch vernünftig. Gehen Sie. Na komm. Das war doch Fergus, nicht wahr? Ja, Henry Fergus, 10 Millionen Dollar schwer. Haben Sie eine Ahnung, was der hier will? Genauso wenig wie Sie. Ah, Mr. Campbell. Ja. Ich bin Henry Fergus. Haben Sie mein Telegramm bekommen? Ja. Sie haben nicht geantwortet. Nein, ich fand's überflüssig. Ich verdopple mein Entschädigungsangebot für Ihr Gelände, Mr. Campbell. Was Sie nicht sagen. Ich kann nicht noch mehr Zeit verschwenden. Es geht mir genauso, Mr. Fergus. Ich habe es auch satt, meine Zeit zu verschwenden. Gut. Ich brauche den Damm. Die Elektrizitätspreise sind enorm gestiegen. Und ich brauche ein eigenes Kraftwerk für die Fergus-Bergwerke. Ganz abgesehen von meinem neuen Projekt in dieser Stadt. 20.000 Dollar sind ein schönes Stück Geld, Mr. Campbell. Ist ja auch ein schönes Stück Land. Das ist wertlos, das wissen Sie ja. Ich verkaufe nicht. Wir haben Sie offenbar unterschätzt, Mr. Campbell. 50.000 Dollar. Ich brauche den Damm. Eine Menge Geld?
Zeit ist für mich Geld. Ich will den Damm so schnell wie möglich fertig haben, ohne weitere Einmischung von Ihrer Seite. Ich will Ihr Geld nicht, Mr. Fergus. Und ich werde mich weiter einmischen, wie Sie es nennen, soweit es in meinen Kräften steht. Weil ich überzeugt bin, dass es da oben Öl gibt und dass der Bericht gefälscht wurde und dass Sie Stuart Campbell auf dem Gewissen haben. Das wird Sie vor Gericht bringen. Ja, als Zeuge. Sie auf die Anklagebank. Ich würde an Ihrer Stelle nicht vergessen, dass Ihr Großvater ein paar Jahre im Gefängnis gesessen hat. Das wird nicht gerade für Sie sprechen. Wer ist dieser Mann da mit Bläden? Kennen Sie ihn? Ja. Ein bekannter Bohrunternehmer. Er heißt MacDonald. Und er ist hier, um für mich im Königreich nach Öl zu bohren. Sie können nicht gegen mich kämpfen, Mr. Campbell. Ich kann es nicht mit Fergus verderben. Ihm gehört bald die ganze Stadt. Und wenn ich Sie hier wohnen lasse, werde ich mein Gasthaus los. Sie möchten, dass ich verschwinde, hm? Tut mir leid, mein Junge. Macht nichts. Ihrem Großvater hat mein Fleischauflauf auch so gut geschmeckt. Ach, ist das eine Freude, wieder mal einen Campbell im Hause wohnen zu haben. Hoffentlich mache ich Ihnen nicht allzu viel Mühe. Aber nein, mein lieber Junge. So, ich koche uns jetzt den Kaffee. Mr. Campbell, Eros wiederkommt. Und bevor die anderen da sind, möchte ich Ihnen etwas zeigen. Gold? Mein Vater hat es aus der Goldmine hier in Kamlak hier rausgeholt. Es gehört mir. Und in dieser Truhe hat es aufbewahrt? Ja, ja. Er hielt nichts von den Banken. Es war ursprünglich mehr, aber wir mussten ja leben. Warum zeigen Sie mir das? Weil ich möchte, dass Sie zu mir kommen, wenn Sie einmal Geld brauchen. Aber das kann ich nicht annehmen, Miss Ruth. Sie haben doch gesehen, es ist so viel da. Bitte, Mr. Campbell. Ja, aber ich... Ich hatte einmal einen guten Freund. Ich habe ihn geliebt. Er war verheiratet. Ja, glücklich sogar. Er hatte niemals Geld. Aber von mir wollte er nichts annehmen. Es wäre in seinem Sinne, dass ich Ihnen helfe. Das war mein Großvater, nicht wahr? Ja. Sind das die Zahlen aus dem Institut in Calgary? Ja. Und das hier sind Ihre Zahlen? Ja, aus meiner letzten Sprengserie. Dann haben Sie recht. Da hat jemand eine Fälschung begangen. Ja, aber so können wir das noch nicht beweisen. Ich meine, ich müsste noch eine Vermessung vornehmen. Das dauert Wochen, so viel Zeit haben wir nicht. Verstehen Sie etwas vom Bohren? Nein, woher denn? Ich habe bei einer Telegrafenfirma hinterm Schreibtisch gesessen. Schade, dass Sie in Campbell sind. Ich habe was gegen Leute, die aus England kommen. Ein echter Schotte liebt auch einen Engländer, wenn er nur genug an ihm verdient. Passen Sie mal auf, Mr. Campbell. Ich bin vor 20 Jahren aus Schottland hier rübergekommen. Habe lange als Bohrarbeiter schwer geschuftet, um mir mein eigenes Bohrgerät zusammenzusparen. Was springt für mich dabei raus? 25%, wenn wir Öl finden. Und wenn nicht? Nichts. Sagen wir 33, ein Drittel. Gut. Vielleicht wird es Ihnen noch mal leid tun. Ich kann Ihnen nichts anderes bieten. Ich kann nicht mal die Bohrungen finanzieren. Der Kapital habe ich auch nicht. 6 Wochen können Sie sich ja durchhalten. Aber wenn wir dann nicht auf Öl stoßen... Schließlich kommen wir in 6 Wochen höchstens ein paar hundert Meter tief. Also gut, Campbell. Ich mach die Sache. Bloß eins noch. Meine Bohrgeräte sind auf 5 Lastwagen verteilt. Und wenn morgen uns nicht die Seilbahn... Ich schaffe Ihnen alles rauf ins Königreich. Keine Sorge. Ich bin kein Campbell. Ich verstoße nicht gegen eine Regierungsverfügung. Die Straße bis zum Damm hinauf ist von der Regierung gebaut worden. Sie gehört nicht morgen. Er verstößt gegen das Gesetz mit seinen Straßensperren. Die Seilbahn gehört Ihnen. Er wird sich hüten, uns zu verklagen, wenn wir sie benutzen. Wir haben ihn in der Hand. Aber ihr könnt sie trotzdem nicht benutzen. Wegen der Wachen? Ich glaube, wir können es. Ein einziges Mal. Also, ein Problem. Wie schaffen wir die Lastwagen mit dem Bohrgerät rauf ins Königreich, ohne dass morgen sie schnappt? Das wollen wir von Ihnen hören. Wir müssen in der Morgendämmerung bereit sein. Unsere erste Schwierigkeit ist die Straßensperre dort. Es ist nur ein einziger Posten da. Den müssen wir uns so lange vom Halse schaffen, bis wir mit den Wagen durch sind. Irgendwann schlägt er später bestimmt Alarm. Aber keine Schießerei. Wir wollen keinen Bürgerkrieg entfesseln. Es gibt keinen Bürgerkrieg, Mac.
Und der Posten kann Alarm schlagen, so viel er will. Seht ihr den Felsüberhang da drüben? Aha. Der Brocken wird auf der Straße liegen, sobald unsere Lastwagen vorbei sind. Dann haben wir aber noch immer an die 40 Mann von Morgens Leuten oben im Arbeitslager. Genau 38, mit dem Vorarbeiter Butler. Der mordet seine Mutter für 6 Pence. Was würde geschehen, wenn es unten an der Straße einen Erdrutsch gäbe? Würde Morgan dann die Leute nicht herunterschicken, um die Straße wieder freizumachen? Sie können ja mal fragen. Kann ich machen. Am Telefon klingt meine Stimme sicher so ähnlich wie die von Morgan. Sie sind wohl lebensmüde, junger Mann. Also schön, setzen wir alles auf eine Karte. Vielleicht haben wir Glück. Butler kommt mit seinen Leuten herunter, um den Erdrutsch zu beseitigen. Inzwischen sind wir mit Max Lastwagen bei der Seilbahn. Aber was machen wir, wenn oben noch ein Posten ist, der Alarm schlägt? Dann haben wir gleich Morgan mit seinen Männern auf dem Hals und können uns gleich beerdigen lassen. Morgan kommt nicht zurück. Sehen Sie die kleine Brücke da? Hm? Gleich da unten? Die scheint nicht sehr stabil zu sein. Wenn die ganz zufällig einstürzen würde, wären morgens Leute abgeschnitten. Das schmeckt mir alles nicht. Hören Sie, wenn Sie sauer werden, hole ich mir gleich jemand anders. Es ist höllisch riskant. Ich finde es gar nicht sehr riskant. Für eine fette Beteiligung an einem Ölfeld. Macht fix, Jungs! Ich habe noch immer nicht begriffen, weshalb der Firmenname nicht zu sehen sein soll. Geht Sie gar nichts an. Wie lange brauchen wir bis Kamlaki? Ungefähr 5 Stunden, denke ich. Also sagen wir genau 5 Stunden. Wir müssen beim ersten Tageslicht an der Kreuzung sein. Um Schlag 4. Kommt mir vor wie beim Militär. Genau das. Dann lass mich mal zu Hause, ich bin nicht KV. Mach, dass du in deinen Schlitten kommst! Ja, Mr. McDonald. Macht es sich. Gut. Letzte Ladung. Denke, da werden ein paar Fensterscheiben klirren. Wenn Sie dabei sein wollen, dann müssen Sie sich beeilen. Ja. Aber verirren Sie sich nicht auf dem Reitweg. Keine Angst. Wenn Sie die Lastwagen sehen, sorgen Sie dafür, dass Sie nicht bummeln unterwegs. Hä? Sorgen Sie für freie Fahrt. Ja, das hat gleich geschehen. Haben Sie noch viel zu tun? Nein, ich muss nur noch die Leitung verstecken. Also viel Glück. Wir fahren im Schnitt nur 20. Geben Sie mal ein bisschen Gas. Noch 2 Minuten. Da ist die Straßensperre. Suchen Sie sich einen Platz, von wo Sie den Posten und das Haus sehen können. Um 4:30 werde ich anrufen. Dann müsste er fortgehen in Richtung auf den Überhang. Und wenn er nicht losgeht, komme ich hierher zurück und warne Sie. Ja, bitte. Gehen Sie ihm nach, bis er in den Abkürzungsweg einbiegt. Ich muss wissen, wann er da eintrifft. Dann können Sie gleich nach Hause gehen. Aber ich... Hoffentlich ist McDonald pünktlich. Es ist soweit. Gehen Sie lieber schon los. Viel Glück. Hm? Na, gehen Sie schon. Posten, Straßensperre. Hier spricht Morgan. Ja, Mr. Morgan. Der letzte Wagen, der durchgekommen ist, hat einen schweren Steinschlag bei der unteren Brücke gemeldet. Gehen Sie hin und sehen Sie nach, was los ist. Geht doch viel schneller, wenn Sie einen Wagen schicken, Mr. Morgan. Sie sind am nächsten dran.
Gehen Sie sofort los. Ja, Mr. Morgan. Nehmen Sie den Abkürzungsweg. Eine Minute Verspätung. Was ist mit dem Posten an der Straßensperre? Er muss schon weg sein, sonst hätte es mir Jenny gemeldet. Los, ab, weiter. Ich fahre von hier an mit Ihrem letzten Lastwagen. 800 Meter weiter liegt ein gefällter Baum links an der Straße. Da rein bis zu einem alten Steinbruch, dort erwarten Sie mich. Ist das klar? In Ordnung. Warten Sie hier 5 Minuten auf mich. Sagen Sie, was wird hier eigentlich gespielt? Keine Zeit für Erklärungen. Hey, Mister. Sie machen doch nichts Illegales, nicht wahr? Illegales? Na, schon gut, da würde ich nämlich nicht mitmachen. Ich habe ja auch bloß gefragt. Waren Sie das? Naturgewalt. Sie, das gefällt mir nicht. Sie werden sich schon dran gewöhnen. Sie sind nun mal dabei. Jetzt kommen Sie nicht mehr raus. Baustelle Staudamm. Butler? Am Apparat. Nächster Morgen? Hören Sie. Die Verbindung ist schlecht. Von der Straßensperre ist ein Felssturz gemeldet. Nehmen Sie alle Leute mit und räumen Sie da auf. Ja, aber ich... Ich habe gesagt, alle Leute. Hören Sie, auch den Posten von der Seilbahn. Die Straße ist jetzt sowieso nicht zu benutzen. Und wenn ich vor Ihnen da bin, dann soll Sie der Teufel holen. Schon gut, Mr. Morgan. Den wird doch so der Teufel holen. Hören Sie, weiß Mr. McDonald von diesen Geschichten? Noch nicht. Fahren Sie schon. Sie haben mir keine Anweisungen zu geben. Ich arbeite für Mr. McDonald. Na schön. Also bleiben Sie hier und warten Sie auf Mr. Morgan. Morgan? Na, dann komme ich lieber mit Ihnen. Nun bloß sich auch noch Weiber. Dann wird es bestimmt schief gehen. Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen nach Hause gehen? Ach, seien Sie still und rutschen Sie ein Stück. Na, setzen Sie sich in die Mitte. Der Erdrutsch hat allerhand Krach gemacht, Mr. Campbell. Ja, war besser, als ich gedacht hatte. Er hat den Fels gesprengt, Mr. McDonald. Ist nicht möglich. Ja? Na, dann müssen wir hier wohl weitermachen. Sie hätten das Mädchen nicht mitnehmen sollen. Dazu ist Ihr Spiel zu gefährlich. Versuchen Sie mal, sie zurückzuhalten. Sie müssen es von der praktischen Seite sehen. Sie brauchen da oben eine Frau, die kocht. Kocht? Wollen wir vielleicht überwintern? Da kommen Sie. Die wollen die Straße freimachen. Glauben Sie, das sind alle Leute, die Morgan oben hatten? Ich hoffe es. Wenn wir die Brücke sprengen.
sie abgeschnitten und keiner kann uns mehr aufhalten. Gehen wir gleich runter, bevor Ihnen irgendwas Spanisch vorkommt. Nehmen Sie den Kopf ruhig wieder hoch. Dafür können Sie 10 Jahre kriegen, wissen Sie das? Ich glaube nicht, dass Sie mir mehr als 6 Monate geben können. Ach, wollen wir wetten? Um was Sie wollen. Hoffentlich können Sie diese Höllenmaschine in Gang setzen. Ach, wir werden schon... Verdammt nochmal, da sind ja noch welche oben. Wenn die Sie erkennen, es aus. Lassen Sie sich nicht sehen. Spezialgeräte müssen alle bis um 7 Uhr oben sein. So, wer sagt das? Morgan, was dachten Sie? Ist mir neu. Haben Sie einen Passierschein? Für sowas hat Morgan gar keine Zeit im Moment. Die Straße ist durch einen Erdrutsch verschüttet. Joe! Ruf mal unten an, ob die Sache in Ordnung ist. Wenn Ihnen was an Ihrer Stellung liegt, dann machen Sie keine Schwierigkeiten. Das Zeug hier kostet morgen jeden Tag $1000. Ich bin gleich runtergekommen, so wie Sie angerufen hatten, Mr. Morgan. Ich hab dich angerufen! Da meldet sich keiner. Wie stellt ihr euch das vor, wenn der halbe Berg auf der Leitung liegt? Los, fasst mal an, dass wir die Wagen raufkriegen. Fahrt ran, Jungs! Na ja, müssen wir wohl machen. Hey, das ist kein Erdrutsch. Da ist gesprengt worden. Die Seilbahn! Sie haben mir gesagt, ich soll alle Leute zum Neumarkt bringen. Halt's Maul, mach die Straße frei! Hallo, Mac? Ja, nun mach mal ein bisschen. Ich krieg hier langsam kalte Füße. Ja, wir haben 10 Minuten gebraucht, um den Motor in Gang zu kriegen. Was? Aha. Ja, gerade eben kommt der 4. in Sicht. Crazy.
Chrissy! Anhalten! Sofort anhalten! Ah, Mr. Morgan, ich... Sofort anhalten, habe ich gesagt! Das ist ein Lastwagen auf halbem Weg! Ach! Motor stoppen! Das, Mr. Morgan! So, da wären wir. Ah, gratuliere, das hätten wir erst mal geschafft. Ja, wir zwei, wunderbar! Los! Los, runterholen! Was ist da los, zum Teufel? Hilf! Getan? Ach, wo? Ha. Morgan kann sich nicht beschweren. Der hat seine Seilbahn wieder. Richtig. Fangen wir gleich an. Wie viel schaffen wir? Ungefähr 2,5 Meter die Stunde. Das ist gut. Wenn es so bleibt. Das sind 60 Meter pro Tag. 1500 Meter dauern 4 Wochen? Ja, Sie sagen 4 Wochen. Ich sage lieber gar nichts. Wir wollen das Schicksal nicht herausfordern. Vier Wochen. Sie haben gesagt, höchstens 14 Tage. Tor 5 muss auf alle Fälle neu eingesetzt werden. Ja, das stimmt. Ich muss meinen Vertrag erfüllen. Hören Sie, der Damm ist fertig und in Betrieb heute in 2 Wochen. Sonst sorge ich dafür, dass Sie nicht einen Auftrag mehr bekommen. Sag allen, dass das Essen fertig ist, Boy. Gut, Jenny. Also, mir scheint es in Ordnung zu sein. Sehen Sie. Los, komm, steht hier nicht rum, das Essen wird kalt. Kommen Sie, sonst setzt es noch was. Das ist ein Prachtmädel. Weiß sie, was Sie von ihr halten? Ja, sie weiß es schon, aber es ist zwecklos. Haben Sie es ihr gesagt? Ja, natürlich. Viel zu oft schon. Und zwecklos? Ja. 2,5 Meter die Stunde. Das ist Musik für meine Ohren. Hoffentlich behalten wir recht. Klar behalten wir recht, keine Sorge. Kriegen Sie sich? Lassen Sie den Unsinn! Essen ist fertig! Ach, wieder Huhn! Was haben Sie gegen Huhn, Sie verwöhnter Krieger? Der Arzt hat mir Eier- und Milchdiät verordnet. Ich höre das gern. Ja, ich auch. Jenny. Bladen und MacDonald kriegen ihren Anteil am Öl. Aber sie haben gar nichts zu erwarten. Na und? Ich habe mir überlegt, dass auch sie ihren Anteil haben müssen. Wenn wir Öl finden sollten. Nein.
Warum sagen Sie nein? Ich habe meinen Anteil bereits. Also das verstehe ich nicht. Erinnern Sie sich, dass Sie mich mal gefragt haben, was ich in Kamlaki verloren habe? Ja. Es gibt einen bestimmten Grund. Ich will versuchen, etwas wieder gut zu machen, was mein Vater getan hat. Ihr Vater? Ja. Er war Stuart Campbells Partner. Er ist mit dem Geld verschwunden und Ihr Großvater kam ins Gefängnis. Ich will ihn nicht verteidigen, das kann ich nicht. Aber Jenny, das liegt so weit zurück. Nein, bitte, lassen Sie mich ausreden. Meine Schulzeit in England, das Internat. Herrlich Reisen durch die halbe Welt. All das ist bezahlt worden von den Ersparnissen der kleinen Leute in Kamlaki. Jeder Pfennig. Und deshalb sind Sie hier? Ja. Ich dachte mir, vielleicht könnte ich die Schuld irgendwie zurückzahlen. Ich wollte irgendetwas tun. Und als Sie kamen, sah ich eine Möglichkeit. Ich wollte Ihnen helfen. Das haben Sie. Nur dann, wenn wir Öl finden. Sonst haben wir nur kostbare Zeit verschwendet. Es muss Öl da sein. Es muss einfach da sein. Es ändert sich nichts durch das, was Sie mir eben gesagt haben. Ich möchte, dass Sie einen Anteil bekommen. Nein, Peter. Ich brauche ja kein Geld mehr. Und ich habe für keinen Menschen zu sorgen. Ich habe kein Anrecht auf Ihr Geld. Aber Sie hätten ein Anrecht darauf haben können, wenn die Dinge anders liegen. Nein, nein, sehen Sie mich nicht an. Sie wissen, was ich sagen möchte. Aber ich darf es ja nicht. Es gibt keine Zukunft für uns. Oh, Peter, wir wollen nicht an die Zukunft denken. Denk an die Gegenwart. Oh, Peter. Was macht ihr da am Wagen? Los, weg! Was passiert? Hinterher! Schade, ich bin zu spät gekommen. Wenn Sie nicht gewesen wären, hätten Sie den Bohrturm zerstört. Es ist meine Schuld. Ich habe mit diesen Scherzen angefangen. Um den Wagen geht's nicht, ich bin versichert. Aber ohne Treibstoff können wir nicht bohren. Einen Tankwagen haben wir ja noch. Ja, aber der ist fast leer. Reicht gerade noch für 4 Tage. Und dann? Wie viel brauchen Sie? 4000 Liter, aber die legen Sie um, wenn Sie sich noch mal an die Seilbahn ranmachen. Uns bleibt immer noch der Reitweg. Ja. Ein Pferd trägt 90 Liter, höchstens. Da brauchen Sie verdammt viel Pferde.
und 2000 Dollar. Haben Sie 2000 Dollar? Hab keine 200. Und morgen wird schon dafür sorgen, dass Ihnen hier niemand was borgt. Borgen? Blaine, hm? Können Sie Pferde und Treibstoff beschaffen? Ja, natürlich, das ist kein Problem, aber... Ich beschaffe das Geld. Entschuldigen Sie, dass ich so spät komme, aber ich wollte nicht gesehen werden. Ich glaube, ich weiß, weshalb Sie kommen. Ich wollte ja nicht, aber es bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Sie ahnen ja nicht, wie glücklich es mich macht, Ihnen zu helfen. Wie viel brauchen Sie? 2000 Dollar. Bitte, können Sie gleich haben. Was kann er gleich haben? Das sind meine Angelegenheiten, liebe Roswitha. Wer sagt, das ist zu schwer für mich? Was guckst du so? Ich finde es ein wenig überraschend, wie du die Kanister schwenkst. Überraschend für einen Todeskandidaten, hm? Ja, das wollte ich sagen. Geschafft, Boy. Hoffentlich hat keiner gemerkt. Morgen? Wir schaffen Treibstoff auf mit Pferden. Ja. Was, nichts unternehmen? Ist in Ordnung. Ja, gut. Drei Meißel haben wir schon zerbrochen. Das Gestein ist wie Granit. Sie wollen aufgeben? Durch so ein Fels ist noch niemand auf Öl gestoßen. Dann werden Sie der Erste sein. Sehen Sie, Campbell, Sie dürfen nicht vergessen, dass meine Leute umsonst arbeiten. Wir haben umsonst gearbeitet. Jetzt haben wir genug. Sie müssen die Jungs verstehen. Schließlich können Sie anderswo sicheres Geld verdienen. Wollen Sie uns im Stich lassen, McDonald? Versetzen Sie sich in unsere Lage, Jenny. Wir bekommen für unsere Arbeit nicht einen Pfennig. Es war eben ein Glücksspiel. Das ist es noch. Die Partie ist noch nicht entschieden. Man muss durchhalten, bis man verloren oder gewonnen hat. Da! Wir kriegen Besuch! Morgen, nicht wahr? Ja, eine ganze Abordnung. Haben Sie nicht langsam genug? Wollen Sie nicht aufgeben, Campbell? Nein! Der Traum ist aus. Dieser Herr da ist Anwalt Campbell. Er ist Zeuge dafür, dass ich Ihnen im Namen der Fergus-Gesellschaft Folgendes mitteile. Nach den Bestimmungen des Gesetzes der Landesregierung von 1930 darf dieses Gebiet nach dem 18. Juni unter Wasser gesetzt werden. Das sind doch genau 5 Tage von heute an. Stimmt das? Tut mir leid, aber es ist so. Was schafft ihr mit dem Ding da? Ganze 10 Zentimeter pro Tag? Ha! Machen Sie Schluss, McDonald, wenn Sie in dieser Gegend noch was verdienen wollen. Wenn Sie weiterbohren, sorge ich persönlich dafür, dass Sie hier nirgendwo mehr ein Bein auf die Erde kriegen. Am 18. Juni, Campbell! Nein, Jenny, lass ihn lieber erstmal allein. Der arme Teufel, er nimmt es sehr schwer. Wundert ihr euch darüber? Ihr wisst ja nicht, was mit ihm ist. Ihr wisst ja nicht, dass er nur noch ein paar Monate zu leben hat. Er hat nichts mehr davon, wenn wir auf Öl stoßen. Für ihn lohnt es sich nicht. Er hat nichts zu gewinnen.
Er würde mir nie verzeihen, wenn er wüsste, dass ich euch das gesagt habe. Ich habe es getan, damit ihr begreift, was für ein Mensch das ist, den ihr da im Stich lassen wollt. Peter Campbell hat mehr Courage und ist mehr wert als ihr alle zusammen. Ihr bohrt ja weiter. Natürlich bohren wir weiter. Du hast 8 Stunden geschlafen, Peter. Was hat sie dazu gebracht, ihren Entschluss zu ändern? Na ja, wir wollten sie nicht sitzen lassen, auch wenn sie in Campbell sind. Wir sind durch den Fels durch. Wir machen jetzt 3 Meter die Stunde. 3 Meter? Wo sind meine Stiefel? Hey, wartet auf mich! Eineinhalb Meter in einer halben Stunde. Das Geräusch ist auch jetzt anders. Wir sind gleich dran deswegen. Wo dran? Sie meinen... Halten Sie den Mund, sprechen Sie es um Gottes Willen nicht aus. Wir sind dran. Öl! Auf jeden Fall Gas. Alles runter von der Plattform. Verschwindet. Schließ sofort die Schleusen! Du kannst doch kein Ölfeld überfluten! Schließ die Schleusen! Ich weiß, was ich tue! Was? Reite morgen runter und ruf das Institut in Calgary an. Eigentlich müsstest du zuerst morgen anrufen. Der braucht keine Benachrichtigung. Der sieht er auf 30 Kilometer. Vor 4 Tagen darf er sowieso nicht fluten. Richtig in Glasgow. Ich muss euch die schottischen Volkstände erst mal richtig beibringen. Prost. So, jetzt machen wir alle erst mal anstoßen. Eigentlich wollte ich sagen auf Peter Campbell, aber das scheint mir ja schon mehr eine Familienangelegenheit zu sein. Also trinken wir auf die beiden Campbells. Die von gestern und die von morgen. Ja. Prost. Peter! Läden. Sie haben geflutet. Was? Er darf doch kein Ölfeld überschwemmen. Er darf es nicht, aber er tut es. Wir wollen retten, was wir können. Morgen früh steht alles unter Wasser. Fang lieber an einzupacken. Wir werden sowieso die ganze Nacht zu tun haben. Unsere Wagen! Wir müssen die Wagen holen!
Das kommt morgen teuer zu stehen. Wir haben keine Beweise. Das Gericht wird es ihm beweisen. Fergus steht hinter ihm. Das schaffen wir nie, dass die den Stausee wieder ablassen. Wenn ich den Burschen in die Finger kriege. Los, Leute! Vorwärts, wir haben keine Zeit! Macht schon! Macht schon! Macht flott, Jungs! Los, los! Wo ist Morgan? Er ist unten, bei den Leuten. Wünschen Sie was Besonderes, Campbell? Ist Ihnen klar, dass Sie ein Ölfeld überflutet haben? Wenn Sie Ihr kleines Freudenfeuer von gestern Abend meinen, darauf sind wir nicht reingefallen. Sie haben 4 Tage zu früh geflutet. Wir sind ganz im Recht. Das Weitere wird sich finden. Der Damm hält nicht! Er hält nicht! Komm, Schluss, weg hier! Was ist los? Das Ganze kann jeden Augenblick brechen. Gehen Sie runter und warnen Sie die Leute. Ich denke nicht dran. Aber Sie müssen runtergehen zu Ihnen! Die Männer sind sowieso verloren. Mann, schon Männer! Beeilen euch! Hab ich nicht gesagt, dass der Zement nicht taucht? Da unten kann keiner die Alarmglocke hören! Hey! Lass mich runter! Campbell, das ist Selbstmord! Nein, schnell zur Seilbahn! Morgen! Morgen!
Was wollen Sie, Campbell? Der Dampf stürzt ein! Los, haut ab! Klettert die Berge hoch! Dann wollen wir auch eine Blutprobe machen, Schwester. Ja, Herr Doktor. Die Blutprobe hat nichts weiter zu bedeuten. Sie brauchen mir nichts vorzumachen, Doktor. Ich kann Ihnen vorher sagen, wie das Ergebnis aussehen wird. Das habe ich alles hinter mir bei meinen Ärzten in London. Sie haben mir noch 6 Monate gegeben. Ich habe schon einiges von Ihnen gehört. Für einen Mann mit einer Krankheit, die den Körper in steigendem Maße schwächt, sind Sie in letzter Zeit unglaublich aktiv gewesen. Das macht die Luft hier oben in den Bergen. Mag sein, aber ich glaube nicht, dass Höhenlage oder Bergluft eine derartige Veränderung in den Körpersäften bewirken kann. Sie können es gerne wissen, dass diese Blutprobe hier nur eine Nachkontrolle ist. Ich habe schon vorher eine machen lassen und ich habe keinerlei Anzeichen einer Krankheit feststellen können. Sie glauben, ich bin gesund? Ja. Ich hatte schon mit dem Leben abgeschlossen. Ich wollte nichts weiter als Öl finden. Hallo, ich habe die Post mitgebracht. Ich glaube, dieser Brief wird Sie am meisten interessieren. Ich habe Miss Ruth unten in Kamlaki getroffen und soll euch beide schön grüßen. Jetzt, wo der Bohrer wieder in Betrieb ist, wird es nicht lange dauern, bevor sie die ersten Zinsen auf ihre 2000 Dollar einstreichen kann. Was der Herr Doktor gesagt hat, habe ich ihr natürlich berichtet. Das kommt vom Spezialisten in Ottawa. Stimmt mit dem Krankenhausbericht überein. Dann haben Sie sicher Jenny geangelt unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Hättest du dir nicht deinen Arm gebrochen, wärst du hier nie untersucht worden. Und wir wissen es heute noch nicht. Nein. Ich denke, jetzt werden Sie wohl hierbleiben und ein paar Ölmillionen einkassieren, ha? Ja.